Guten Abend, wollte ich gerade fast sagen. Naja, es ist 17 Uhr, es ist ja schon fast Abend. Von daher freue ich mich, dass Sie jetzt hier auf Bühne 2 bei dem letzten Vortrag zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele dabei sind, die neugierig sind, was es da zu hören gibt heute. Und zwar von Falk Tscheile gibt es jetzt einen Vortrag. Quellen und Lizenzangaben, Vorgaben der ODBL. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch viele Fragen auftauchen und wir schauen mal, dass am Ende sie alle beantworten. Und von daher jetzt erstmal viel Spaß und gut zuhören beim Vortrag von Falk Tscheile. Falk, bitteschön. Herzlich willkommen zum Vortrag Quellen und Lizenzangaben, Vorgaben der Open Database License hier auf der Foskis Online-Konferenz 2021. Im Folgenden wollen wir uns also ein bisschen näher mit den Forderungen der Open Database License im Hinblick auf Quellen- und Lizenzangaben auseinandersetzen. Zunächst werden wir uns dabei ein bisschen schauen, wie wird denn das im OpenStreetMap-Umfeld so gehandhabt, um dann zu schauen, welche konkreten Vorgaben macht denn eigentlich das Urheberrechtsgesetz, ja, also was sagt das harte Recht dazu, um uns dann anzuschauen, was denn die Open Database License von uns im Hinblick auf Quellen und Lizenzangaben verlangt. Das Gute, wenn es um Lizenzen geht, ist, dass mittlerweile jedem, der irgendwie im Internet unterwegs ist, klar ist, ich muss da irgendwas angeben, wenn ich digitale Werke nutze und veröffentliche. Die meisten wissen auch noch, da gibt es irgend sowas wie Lizenzen. Aber was man jetzt genau angeben muss, das wissen die wenigsten. Und so richtig Lust, einen Lizenztext zu lesen, hat auch niemand. Ne? Juristendeutsch macht keinen Spaß zu lesen. Also greift man in der Regel auf eine ganz einfache Heuristik zurück und sagt, ich gucke einfach mal, was die anderen denn so machen, wenn sie OpenStreetMap-Daten nutzen. Ja, und das machen wir jetzt auch mal und stellen fest, dass ist doch sehr unterschiedlich, was die Einzelnen da angeben im Hinblick auf Quelle und Lizenz. Wenn wir zum Beispiel auf openstreetmap.org gehen, da Copyright-Vermerk OpenStreetMap Mitwirkende, dann will die OpenStreetMap Foundation irgendwie Spenden haben und dann gibt es da noch einen Link zu Nutzungsbedingungen der Webseite und der API. Bei openstreetmap.de sieht das schon ein bisschen anders aus. Da findet man den Hinweis, Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten, Lizenz Open Database License. Eine andere Variante macht die ÖPNV-Karte. Ja, da steht dann wieder Copyright bei OpenStreetMap Contributors und weist dann darauf hin, dass diese Daten, die die Contributors gesammelt haben, unter ODBL stehen. Und dann kommt aber ein zweiter Satz und der sagt, diese Karte ist unter der Creative Commons Lizenz CC BY Share Alike verfügbar und diese Karte hat Memo Maps hergestellt. Und es geht noch weiter. Ja, bei der Open Topo Map finden wir beispielsweise den Hinweis OpenStreetMap Mitwirkende, dann der Hinweis auf irgendwelche anderen Kartendaten, die eingeflossen sind und dann wiederum der Hinweis Kartendarstellung OpenTopoMap CC BY Share Alike. Also wieder irgendwie getrennt zwischen Daten und Darstellung. Bei der Wanderreitkarte, da wird nur ganz kurz gesagt, OpenStreetMap-Daten und noch zwei andere Datenquellen angegeben.
Der Open Root Service sagt, ja, unsere Karte ist von Leaflet und irgendwie OpenStreetMap Contributors, Copyright. Und das könnte man jetzt so beliebig fortfahren, wenn man sich noch weitere Karten anschauen würde. Warum ist das jetzt eigentlich bei digitalen Informationen so wichtig, Quellen- und Lizenzangaben zu machen? Das hängt ganz eng auch damit zusammen, wie sich digitale Informationen verhalten. Ja, also wieder der Unterschied zwischen der dinglichen Welt und der Welt der Informationen. Informationen lassen sich beliebig vervielfältigen, übertragen und speichern. Ja, man kann die Information nehmen und kann sie beliebig oft vervielfältigen und hat dann diese Information eben 20.000 oder 1 Million Mal. Das funktioniert mit dinglichen Gegenständen, also Gegenständen der begreifbaren Welt, Dinge, die man anfassen kann, nicht. Ne? Die kann man nicht einfach vervielfältigen. Diese Dinge gibt es immer nur einmal. Entsprechend gibt es im Recht auch eine Grundregel, die sagt, okay, wir haben bei dinglichen Gegenständen die Vermutung des Eigentums zugunsten des Besitzers. Ja? Also man sagt, derjenige, der die tatsächliche Herrschaftsgewalt hat, also eine Sache besitzt, da spricht viel dafür, dass der auch der Eigentümer ist, weil sonst hätte er die Sache ja nicht. Na, so allgemeine Lebenserfahrung in einen Rechtsgrundsatz gegossen. Das funktioniert natürlich bei digitalen Gütern nicht, weil, wie ich bereits gesagt habe, die sich eben beliebig oft vervielfältigen lassen. Da kann man sich also nicht sicher sein, dass sie auch demjenigen gehören, bei dem sie sich auf der Festplatte befinden. Und da ist so eine Quellen- und Lizenzangabe eigentlich schon eine relativ nette Sache für den ratlosen Nutzer, weil da kann man zumindest entnehmen, wer an einem digitalen Gut Rechte geltend macht und, wenn eine Lizenzbedingung dabei steht, auch unter welchen Bedingungen er die Nutzung zulässt. Ja, das ist also dann schon mal so ein erster Anhaltspunkt, wie wohl diese Sache rechtlich zu behandeln ist. Schauen wir uns jetzt noch zum Einstieg so ein bisschen an, was die Namensnennung im klassischen Urheberrecht macht oder was dafür Besonderheiten an die Namensangabe geknüpft sind. Ne? Klassisches Urheberrecht, kreative Leistung, und da gehört zum Urheberpersönlichkeitsrecht, zum Schöpfungsakt sozusagen, auch damit eng verbunden, die Anerkennung der Urheberschaft und das Selbstbestimmungsrecht des Urhebers, wie er als Urheber auf einem Werk genannt werden darf. Dieses Namensnennungsrecht wird vom Gesetz auch nicht beschränkt. Also wenn der Urheber Festlegungen getroffen hat, dass er genannt werden will und wie er genannt werden will, kann man das selbst, wenn man sich sonst im Rahmen von gesetzlichen Schrankenregelungen bewegt, nicht umgehen. Für den Juristen viel spannender als diese enge Verknüpfung zwischen Persönlichkeitsrecht und Urhebernennung sind die Konsequenzen, die sich aus einer Namensnennung im Zusammenhang mit einem Werk ergeben. Da ist zunächst die Vermutung der Urheberschaft genannt. Na, also eigentlich ganz einfach, derjenige, der auf einem Werk genannt wird als Urheber, zu dessen Gunsten vermutet das Recht auch die Urheberschaft. Das heißt, wenn jemand anders sagt, du bist nicht der Urheber, dann muss der andere, der sagt, du bist nicht der Urheber, beweisen, dass der andere nicht der Urheber ist. Steht nichts auf dem Werk, muss derjenige beweisen, der sich als Urheber ausgibt, dass er der Urheber ist, wenn es bestritten wird. Ne? Also diese Namensnennung im Zusammenhang mit einem Werk bringt schon
ganz wesentliche rechtliche Vorteile. Und das, wir sind ja bei Datenbanken wie der OpenStreetMap-Datenbank, nicht im klassischen Urheberrecht, wo es um Kreativwerke geht, sondern wir sind da ja im Datenbankherstellerrecht und im Verwandtenschutzrecht. Da gibt es das auch. Ja, in § 87b Absatz 2 Urheberrechtsgesetz wird nach vorn auf diese Regel im Zusammenhang mit der Urheberschaft verwiesen. Also auch derjenige, der im Zusammenhang mit einer Datenbank genannt wird, zu dessen Gunsten wird vermutet, dass er der Inhaber des Datenbankherstellerrechts ist. Und dann, was gerade im Bildungsbereich oder im Bereich von Schrankenregelungen im Urheberrechtsgesetz ganz wichtig ist, man, wenn das Gesetz ausdrücklich erlaubt, dass man ein Werk nutzen darf, zum Beispiel im Rahmen von Bildung und Wissenschaft, muss man aber auf jeden Fall die Quelle angeben, aus der das Werk stammt. Dann gibt es aber noch sonstige Funktionen im Urheberrecht. Ja, insbesondere, wir sind ja, wenn es um Datenbanken geht, auch international unterwegs. Und hier haben wir zum Beispiel das Copyright, das Angaben des Rechteinhabers, ja, in dieser Form hier gestattet, ja, dieses Copyright-Symbol, dann kommt ein Ja und dann der Rechteinhaber. Das Ganze ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, als es in den USA das Copyright noch ein Registerrecht war. Dann war also hier dieses Ja, was da angegeben wurde, das Ja der Eintragung, und der Copyright-Vermerk hatte ähnliche beweisrechtliche Vorteile wie das im deutschen Recht die Urheberrechtsnennung hat. Man darf aber Urheberrecht und Copyright nicht gleichsetzen. Und dann haben wir noch Open Source Softwareentwicklung bzw. Open Data. Da kommen noch ein paar weitere Aspekte dazu. Da ist die Namensnennung nicht bloß wichtig dafür zu sagen, hey, das gehört mir, ganz im Gegenteil, sondern es ist da ist die Namensnennung wichtig, um zu sagen, schaut mal, was ich Tolles gemacht habe, wenn ihr das gut findet, merkt euch meinen Namen und vielleicht wollt ihr mich ja mal als Freelancer engagieren. Oder eben so als Dankeschön, dass man auf das Projekt und die Beiträge hinweist. Ja, und das ist auch so ein bisschen eine Funktion, die wir hier bei OpenStreetMap mithaben. Ja, so eine Namens- und jetzt wird es also ein bisschen rechtlicher schon, die Namens-, Quellen- und Lizenzangaben sind eigentlich Bestandteil jeder offenen und insbesondere auch freien Lizenzen, weil gerade im Bereich der freien Lizenzen ist es natürlich extrem wichtig, weil nur so kann man ja erkennen, wie unter welchen Bedingungen man ein geschütztes Werk nutzen kann. Selbst wenn wir es nur mit offenen Lizenzen zu tun haben, ist meistens die Namens- und Quellennennung Pflicht, dass also die auch nicht zwischendurch verloren werden kann, darf, so dass klar ist, woher eigentlich dieses Werk stammt. Wenn es um Lizenzen geht, haben wir auch das Problem der Lizenzauslegung. Lizenztexte sind nichts anderes als Verträge, die dann auch noch in der Sprache, in der sie geschlossen sind, verbindlich sind. Also hat man den englischen Lizenztext, ist die englische Auslegung verbindlich, aber nicht das darunterliegende Recht. Also eine englische Lizenz in Deutschland
muss zwar anhand des englischen Wortlauts ausgelegt werden, wie die konkreten Schutzbedingungen sind, richtet sich dann aber wieder nach dem nationalen Recht, also bei uns nach dem Urheberrechtsgesetz. Ja? Schutzlandprinzip nennt man diesen Grundsatz. Und wie sieht das dann bei der OpenStreetMap-Datenbank aus? Die hat noch eine Besonderheit, die differenziert nämlich zwischen den Daten in der Datenbank und dem daraus erstellten Produkt. Die Daten in der Datenbank stehen unter der Open Database License und auch alle Kopien der OpenStreetMap-Datenbank, abgeleitete Datenbanken und Sammeldatenbanken, soweit es die OpenStreetMap-Daten betrifft, stehen natürlich auch weiterhin unter der ODBL. Eine andere Lizenz darf aber gewählt werden, wenn man aus OpenStreetMap-Daten ein Produkt erstellt, also zum Beispiel eine Karte herstellt. Dann darf man für die Karte eine eigene Lizenz wählen. Dazu habe ich schon mal im letzten Jahr etwas auf der Foscis-Konferenz gesagt. Also wer sich dafür interessiert, schaut einfach nochmal in den Vortrag vom letzten Jahr. Na, das ist eine Besonderheit auch der OpenStreetMap-Lizenz, also der ODBL. Eine normale Lizenz, da ist egal, ob es sich um die rohen Daten handelt oder ein Produkt, da bleibt die Lizenz eigentlich gleich. Bei OpenStreetMap-Daten unter ODBL ist das anders. Die Daten in der Datenbank, immer ODBL. Wenn ich daraus ein Produkt herstelle, eigene Lizenz. Ne, das ergibt sich aus Ziffer 4.3 der Open Database License. Kann man da nachlesen. Und die Open Database License sagt uns auch, was wir im Idealfall auf unser Produkt, das wir aus den Daten erzeugt haben, draufschreiben sollen. Ne, die macht uns hier quasi in der Ziffer 4.3 einen Vorschlag und sagt, man soll da irgendwie draufschreiben, dieses Produkt enthält Daten aus der Datenbank, aus der Name der Datenbank, und diese Daten in der Datenbank sind unter der Open Database License verfügbar. Das empfiehlt die ODBL. Tja, und dann können wir ja jetzt nochmal schauen, wie es die eingangs genannten Beispiele machen. Die OSMF sagt auf der Karte selbst nur OpenStreetMap mit Mitwirkende. Gebt uns Spenden. Wenn ihr an den Nutzungsbedingungen interessiert seid, folgt diesem Link und schaut danach. Folgt man dem Link, steht dann also, OpenStreetMap-Daten sind offene Daten, die unter der Open Database License durch die OpenStreetMap Foundation lizenziert sind. Ja, also da kommt man dann auch tatsächlich auch zur Nennung, die hier verlangt wird. In ihren FAQs sagt die OpenStreetMap Foundation oder erläutert die OpenStreetMap Foundation das alles dann noch so ein bisschen detaillierter, wobei sich dann die Angaben im Wiki und auf, also in der FAQ und auf der Seite, von der man von der Karte hin geleitet wird, so ein bisschen widersprechen. Ne? Hier ist dann bloß im Wiki in der FAQ davon die Rede, optional können Sie klarstellen, welche Inhalte Sie verwenden, wenn Sie beispielsweise in Ihrem eigenen Design gerendert haben. Erst hier unten erfährt man, dass man für das Kartenprodukt eigentlich auch eine eigene Lizenz
vergeben darf. Was so ein bisschen spät ist. Das Ganze, was ich jetzt hier dargelegt habe, führt uns also letztendlich zu dem Problem, dass die OpenStreetMap Foundation aus meiner Sicht nur eine eher ungünstige Quellenangabe vornimmt. Ne? Zum einen sagt sie zwar, ja, diese Daten sind OpenStreetMap-Daten, aber orientiert sich dabei nicht an der ODBL, an der Empfehlung der ODBL, dass man eigentlich zusammen sowohl die Datenbank als Quelle als auch die Lizenz nennen soll. Sondern man muss sich erstmal weiter durchklicken, um dann überhaupt zur zur Lizenzangabe zu kommen. Ne? Und wenn wir an die Heuristik von ganz am Anfang denken, ist das ungünstig, weil wo schaut man natürlich als Erster hin, wenn man selber eine Karte ins Internet stellen will, bei der OpenStreetMap Foundation. Und da ist das Beispiel natürlich also suboptimal. Zudem, ne, stellt die OpenStreetMap Foundation die Mapper, die Contributors in den Vordergrund und vernachlässigt so ein bisschen die Lizenzangabe. Warum ist der Mapper wichtiger als die Angabe, dass diese Daten aus der Datenbank Open Data sind? Ja, da ist so ein bisschen aus meiner Sicht Ungleichgewicht drin. Man kann dann also auch überlegen, ob das noch so ein fairer Hinweis, so ein sachgerechter Hinweis ist, wenn man einerseits zwar auf sich als Rechteinhaber hinweist, aber man über einen Link erst weiterklicken muss, um zu erfahren, welche Lizenz gilt denn eigentlich. Dass die Mitwirkenden genannt werden, ist von der ODBL selber nicht geboten, ist aber auch unschädlich, dass man jetzt nicht bloß sagt, OpenStreetMap-Projekt, sondern eben sagt OpenStreetMap-Mitwirkende. Ein interessantes Geschmäckle ist dann noch, dass zu der Lizenz, unter der die Kacheln stehen, die aus OpenStreetMap-Daten hergestellt worden sind, überhaupt keine Aussage auf OpenStreetMap.org gemacht wird. Und ich hatte aber gesagt, dass das gerade die Besonderheit ist der ODBL, dass nur die Daten unter Open Database License stehen müssen und die Karten, das erstellte Produkt, unter einer eigenen Lizenz stehen kann. So, welche Regel gilt jetzt im Urheberrecht, wenn keine Lizenz angegeben ist? Grundregel ist, dann ist dieses Produkt proprietär. Es darf eigentlich nicht kopiert und vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Weil es fehlt eine Lizenzangabe. Und an jedem Produkt, wo eine Lizenzangabe fehlt, heißt es normalerweise im Internet Finger weg. Das ist also eigentlich für eine OpenStreetMap Foundation, die sich die Verbreitung von Open Data auf die Fahnen geschrieben hat, kontraproduktiv, dass rein faktisch gesehen diese Kacheln, die auf OpenStreetMap.org abgebildet sind, eigentlich nicht frei kopiert und vervielfältigt und weitergegeben werden dürfen. Also, kurzum, wir sehen, hier besteht noch erheblicher Spielraum nach oben, das Ganze einfacher, übersichtlicher und dem Gedanken von Open Data besser entsprechend zu gestalten. Gut. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren so einige spannende Aspekte bei der ganzen Sache dabei. Hier noch die entsprechenden Lizenz- bzw. Literaturhinweise, auf die ich in meinem Vortrag verwiesen habe. Ja, danke Falk für den interessanten Vortrag und für die Reise durch die Lizenzen oder in die Lizenz, in die ODBL-Lizenz besser gesagt.
Und du bekommst hier viele Applaus und Dankesbekundungen. Und auch die erste Frage ist quasi ein Danke, das war sehr verständlich. Das klingt doch schon mal gut. Vielleicht gibt es deswegen gerade so wenige Fragen. Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Wie verhält es sich mit der Verwendung von OSM-Daten und anderen Daten zur Erstellung eines Kartenproduktes? Muss man diese anderen Daten auch freigeben und wenn die Datenbanken getrennt, auch wenn die Datenbanken getrennt abgelegt sind? So. Ja, darauf gibt es eine ganz klare juristische Antwort und die lautet, es kommt drauf an. Man muss gucken, auf welcher Ebene sind wir. Befinden wir uns auf der Datenbankebene, also verschneiden wir die Daten eben in der Datenbank. Da ist es dann die entscheidende Frage, haben wir eine abgeleitete Datenbank oder eine Sammeldatenbank? Das kann ich jetzt hier natürlich in der Kürze der Zeit nicht so richtig erklären, aber da empfehle ich mal einen Blick in die Collective Database Guideline der OSMF. Da findet man Näheres, wann also eine abgeleitete Datenbank und wann eine Sammeldatenbank vorliegt. Kurz gesagt, wenn man eine abgeleitete Datenbank hat, dann werden die dazugefügten Daten mit der ODBL infiziert. Liegt eine Sammeldatenbank vor, dann bleibt es bei der ODBL für den Anteil, der aus OpenStreetMap stammt und der Anteil, den man als Sammeldatenbank aus einer anderen Quelle hinzugefügt hat, der bleibt unter seiner eigenen Datenbank. Das war auf Datenbank-Ebene. Wenn wir jetzt schauen auf die Kartenebene, ja, also wir haben eine Karte auf Basis von OpenStreetMap-Daten erstellt, ne? Die nehmen wir quasi als Geobasisdaten-Karte im Hintergrund und stellen jetzt mit einem Layer, legen wir einfach unsere Daten drüber. Ist das auch kein Fall der der ODBL. Allerdings empfiehlt sich da auch wieder ein Blick in die entsprechende Guideline, in die Layer, wie heißt sie? Augenblick. Horizontal Layers Guideline. Da vertritt allerdings die OpenStreetMap Foundation so eine bisschen eigene Ansicht, die würde ich so als Jurist nicht teilen, aber so als erster Anhaltspunkt, um Probleme zu erkennen, ist das vielleicht ganz nett. So viel in Kürze zu der Frage. Genau, dann hast du jetzt noch eine Minute, um die letzte Frage zu beantworten, weil wir wollen ja alle gleich pünktlich zum Jeopardy-Quiz auf Bühne 1, kann ich nur sehr empfehlen. Was wäre nun eine optimale Lizenzangabe auf OSM-Org? Wahrscheinlich aber auch generell, was ist die optimale Lizenzangabe? Genau, also man muss auf jeden Fall angeben, wo kommen die Daten her, also OpenStreetMap Contributors, dann muss man angeben ODBL und was jetzt auch aus dem Vortrag klar geworden sein sollte, die erzeugte Karte darf unter einer eigenen Lizenz stehen und dann kann, muss aber nicht man seine eigene, sich selber als Kartenerzeuger nennen oder beziehungsweise und muss dann sich eben eine Lizenz überlegen, die für die Karte selber gelten soll, weil die darf man eben anders als die eigentliche Datenbank lizenzieren. Wenn man nichts ranschreibt, bedeutet das, dass das quasi eine proprietäre Karte geworden ist, die niemand verwenden darf. Man darf sie zwar einlinken, aber man darf sie quasi nicht kopieren, nicht ausdrucken ohne ausdrückliche Erlaubnis des Inhabers. Ne? Also wenn nichts ist, so eine allgemeine Grundregel des Internets, wenn nichts dran steht an irgendeinem Produkt, was man im Internet findet, Hände weg, nichts mitmachen, ist gefährlich, kann man ganz böse reinfallen mit. Genau, wunderbar. Dann danke, Falk, für den Vortrag. Danke, dass du noch für die Fragen zur Verfügung standest. Und von daher jetzt alle, würde ich sagen, Bühne 1, Jeopardy gucken, Spaß haben und dann wird doch schon. Wunderbar. Danke, schönen Tag. Tschüssi.